Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogramms, Drucksache 19/48/28. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Es wird eingebracht von Herrn Dr. Arnold. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine gute Bildung und damit auch moderne Bildungseinrichtungen, das sind die Grundlage für die Zukunft unserer Kinder und damit auch für die Zukunft unseres Landes insgesamt. Deshalb freue ich mich sehr, den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes heute hier im Hessischen Landtag in erster Lesung einbringen zu können. Mit diesem zweiten Kommunalinvestitionsprogramm ermöglichen die Finanzhilfen von Bund und Land zusätzliche Investitionen in den kommunalen Schulinfrastruktur in einer Größenordnung von über 500 Millionen €. Das ist eine gute Nachricht für unsere kommunalen Schulträger. Das Programm ist ein Riesenschub für moderne Schulen, für moderne Bildungseinrichtungen, aber es ist auch sicherlich ein guter Konjunkturmotor für die hessische Wirtschaft, meine Damen und Herren. Bereits das erste Kommunalinvestitionsprogramm wurden durch die Zuwendungen von Bund und Land den Landkreisen, Städten und Gemeinden finanzielle Hilfen bereitgestellt, und vielfältige Investitionen wurden möglich in einer Größenordnung von über 1 Milliarde €. Über 50% der verschiedenen Förderkontingente aus diesem KIP-1-Programm sind Maßnahmen, die im Bereich der Bildungsinfrastruktur angemeldet wurden. Das zeigt den hohen Bedarf bei den kommunalen Schulträgern. Das neue Kommunalinvestitionsförderprogramm 2 des Bundes sieht bundesweit Zuschüsse vor in einer Größenordnung von 3,5 Milliarden € für Schulinfrastrukturinvestitionen in finanzschwachen Kommunen. Von diesem Betrag ist rund ein Betrag von 330 Millionen € vorgesehen für unser Bundesland Hessen. Und dieses Bundesprogramm ist sicherlich auch im Namen unserer Kommunen eine sehr begrüßenswerte Maßnahme. Mit einem zusätzlichen Landesförderprogramm sollen nun auch die nicht für das Bundesprogramm antragsberechtigten öffentlichen Schulträger in Hessen in die Lage versetzt werden, auch ihre Schulinfrastruktur zu ertüchtigen. Das ist sicherlich eine gute Entscheidung des Landes, ein guter Vorschlag unseres Finanzministers, um hier in allen Kommunen, die Schulen haben, entsprechende Investitionen vorzusehen, meine Damen und Herren. Ich möchte gerade denen, die immer wieder auch einmal die finanzielle Situation unserer hessischen Kommunen beklagen, einmal deutlich sagen, dass mit den beiden Kommunalinvestitionsprogrammen KIP I und KIP II somit in den nächsten Jahren ein Gesamtinvestitionsprogramm von über 1,5 Milliarden € unseren Kommunen zur Verfügung stehen, die eben größtenteils in die hessische Schulinfrastruktur gelenkt werden, aber auch noch andere Investitionen ermöglichen. Das ist ein Riesenprogramm, beispiellos, wenn man auf andere Bundesländer schaut, eine tolle Sache für unsere Kommunen. Und wenn es dann noch möglich ist, dass auch die kommunalen Schulträger, so wie in den Jahren 2008, 2009 bei dem damaligen Konjunkturförderprogramm, dann die Möglichkeiten unseres neuen Tariftreue- und Vergabegesetzes genutzt werden, dass also mit beschränkter Ausschreibung und mit der freien Vergabe eine völlig rechtskonforme Förderung auch unseres Mittelstands möglich ist, dann werden beide sich freuen, zum einen die Kinder, die Eltern, die Lehrer über gute Schulen, aber auch unsere mittelständische Wirtschaft über ein tolles Konjunkturprogramm. Beides ist sicherlich eine gute Nachricht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses KIP-2-Programm hat ein Volumen von gut 513 Millionen €, wobei ergänzend zu den 330 Millionen € Bundeszuschüssen die Schulträgerkommunen über die WIBank vom Land dann ein zinsfreies Darlehen
von insgesamt 110 Millionen € für die 25-prozentige Kofinanzierung des Bundesprogramms durch die Kommunen dann zur Verfügung gestellt wird. Für dieses Darlehen, meine Damen und Herren, trägt das Land vollständig die Zinsen. Im weiteren Landesprogramm stellt das Land weitere 73 Millionen € insgesamt als Darlehen wiederum über die WIBank mit einer 30-jährigen Laufzeit zur Verfügung, die das Land zu 75 % tilgt, und die anderen 25 % sind dann der Eigenanteil und Sache der Kommunen. Das Land trägt bei diesem Landesprogramm die ersten 10 Jahre die Zinsen und gibt einen Zinszuschuss dann für die weiteren 10 Jahre. Im Landesprogramm, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind auch Schulneubauten ausdrücklich als förderfähig angemerkt. Der Gesetzentwurf des Bundes, der derzeit ja auch in der parlamentarischen Beratung ist, sieht dies bisher nicht vor. Die Länder haben im Bundesrat einstimmig dafür plädiert, auch im Bundesgesetz die Aufnahme der Förderfähigkeit von Schulneubauten vorzusehen, insbesondere von Ersatzschulneubauten. Wir wissen, dass dies in vielen Kommunen hier dringend Notwendigkeit ist. Wir haben durch ein gemeinsames Schreiben verschiedener Kollegen aus diesem Hause die hessischen Bundestagsabgeordneten angeschrieben und darum gebeten, diese Absicht zu unterstützen. Ich habe selbst gemeinsam auch mit unserem Finanzminister Thomas Schäfer bei einer passenden Gelegenheit mit Bundesfinanzminister Schäuble direkt darüber gesprochen, der sich verständnisvoll für diesen Wunsch gezeigt hat. Ich hoffe, dass das auch entsprechend diskutiert wird. Es gibt ja auch schon Signale, die das durchaus befürworten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch der Bund ebenfalls Schulersatzbauten ermöglicht. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten, dass bei den parlamentarischen Beratungen im Bundestag dies entsprechend vorgesehen wird. Ich freue mich sehr auf eine weitere erfolgreiche Diskussion unseres Gesetzentwurfs und danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Arnold. Als nächster Redner spricht nun Kollege Hahn von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss gestehen, dass ich über den doch sehr emphatischen Vortrag meines Kollegen Dr. Arnold etwas überrascht bin. Ja, ich glaube, wenn ich noch einmal ein bisschen es filetiere, was Sie gerade gesagt haben, wird die Überraschung bei Ihnen nicht mehr so groß sein. Ich will daran erinnern, dass die FDP-Fraktion in diesem Hause im Zusammenhang mit der Haushaltsberatung für den Haushalt 2017 nachlesbar unter der Drucksache Nummer 4077 aus der 19. Legislaturperiode ein entsprechendes Schulbauinvestitionsprogramm hier zur Abstimmung gestellt hat. Dieses Schulbauinvestitionsprogramm, Modernisierungsprogramm, Ausstattungsprogramm, über diese Worte jetzt bitte nicht streiten, hatte ein Volumen von insgesamt 250 Millionen €, ausschließlich eigenes Landesgeld. Ausschließlich eigenes Landesgeld. Wir haben Ihnen auch nachgewiesen, obwohl es da ja ein bisschen respektvolle Diskussionen zwischen dem Finanzminister und mir gegeben hat, dass das auch korrekt gegenfinanziert wurde. Also Sie, die CDU, Herr Dr. Arnold, und Ihr Koalitionspartner, die GRÜNEN, hatten die Chance, in der dritten Lesung zum Haushaltsplan 2017 ein auf 4 Jahre gezogenes, insgesamt 250 Millionen € schweres, im ersten Jahr 100 Millionen € ausgebendes Schulbauprogramm zu beschließen. Und was hat CDU und was haben die GRÜNEN gemacht? Sie haben Nein gesagt. Also alle diese netten Worte, die Sie vorhin dazu gepflegt haben, dass Bildung wichtig ist und dass man das und jenes alles unterstützen sollte, das stimmt ja. Nur der Widerspruch ist, dass Sie damals nichts gemacht haben und dass Sie jetzt auch nichts machen, Herr Kollege. Dass Sie jetzt auch nichts machen.
Es gab einmal einen berühmten Banker, der hat von Peanuts gesprochen. Das, was Sie jetzt hier aus eigenem Landesgeld anbieten, ist Peanuts pur. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Peanuts pur. Also, dass Sie die Empathie noch aufbringen, das als etwas Positives nach dem Motto, der Verkehrsminister sagt ja immer, man muss sich freuen. Also jetzt sollen wir uns alle freuen über so ein Programm. Bei der Alternative insgesamt 250 Millionen € eigenes Hessengeld kommen Sie jetzt auf 73 Millionen €, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist zu einem Großteil noch nur Darlehensfinanzierung und noch nicht einmal Geld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wenig Interesse, wie wenig Empathie haben CDU und haben die GRÜNEN bei dem Thema Bildung in unserem Land. Und ich sage noch einmal dazu, was stimmt denn nicht, Herr Kollege Dr. Arnold? Kommen Sie nach vorne und sagen Sie, Herr Kollege Dr. Hahn, Sie haben aber das und das falsch gesagt. Dann würde ich das ja gerne zur Kenntnis nehmen. Aber bisher, glaube ich, können Sie nur sagen, alles das ist richtig. Das steht übrigens alles. Ich habe das hier rausgenommen. Ich habe das nämlich hier rausgenommen aus der Vorstellung. Ich bedanke mich bei dem Finanzminister, dass das immer so ordentlich PowerPoint-präsentationsmäßig aufgebaut wird. Aus der PowerPoint-Präsentation von der Pressekonferenz vom 20. März. Da steht nämlich dick und fett zu lesen, Herr Kollege Dr. Arnold. Bundesprogramm 440 Millionen €, Landesprogramm 73 Millionen €. Und daher habe ich die Zahlen genommen, weil ich einmal unterstelle, das unterstelle ich immer, dass der Finanzminister dem Landtag ordentliche Zahlen zur Verfügung stellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind darauf eingegangen, Herr Kollege Dr. Arnold, dass der kommunale Eigenanteil von 25 % von der WIBank finanziert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ganz offensichtlich richtig. Aber auch hier gibt das Land Zinszuschüsse, Tilgungszuschüsse, nur ganz wenige. Und deshalb sich hier hinzustellen und nach dem Motto, wir sind aber jetzt so etwas für wie die Kinder zuständig und machen das mit einer solchen Werbe, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist leider den Menschen Sand in die Augen gestreut. Und deshalb ist dieses Programm nur ein Programmchen. Und das passt ja hinein. Sie wissen vielleicht, heute Morgen habe ich mich und damit auch die FDP verbessert bei dem Vorverständnis, wie das mit der Kampagne Respekt ist. Aber natürlich hatten wir, als wir dieses offensichtlich falsche Vorverständnis bei der Kampagne Respekt hatten, auch im Kopf gehabt, dass Sie KIP 1 eigentlich nur dazu gebrauchen, um Presseerklärungen und Pressebilder vor Ort zu produzieren, und bei KIP 2 auch noch schamlos das Geld des Bundes verteilen, meine sehr verehrten Damen und Herren, um Pressebildchen und um Presseorganisationen für sich selbst zu machen. Ich finde, das hat mit Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wenig zu tun, übrigens auch in diesem Punkt wenig Respekt gegenüber dem Bund. Ja, es ist richtig, dass Sie in einem Punkt den Bund ergänzen, positiv ergänzen, bei der Frage finanzschwache Kommunen. Ohne Frage. Das erkennen wir an. Das erkennen wir an. Aber auf der anderen Seite, und da bin ich gespannt auf die Debatten im Haushaltsausschuss, wie machen wir es denn mit den Kommunen, die eigentlich alles schon gemacht haben? Also zum Beispiel Landkreis Offenbach. Also, wir Haushälter wissen, wovon wir sprechen, weil wir gerade einen Bericht des Landesrechnungshofes über die Frage PPP diskutiert haben. Nehmen wir das bitte jetzt einmal zur Seite, Nebenkriegsschauplatz. Aber offensichtlich, so sagen ja viele Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Offenbach, sind die Schulen ordentlich in einem ordentlichen Zustand. Möglicherweise fehlt die ein oder andere Schule, die man dann noch neu bauen könnte. Diese Frage werden wir im Ausschuss natürlich auf die Tagesordnung setzen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, lange Rede, kurzer Sinn. Dass die Schulen ausgebaut werden müssen, ist unstreitig. Dass sie saniert werden müssen, ist unstreitig. Es gab den Ansatz der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, der ist noch nicht einmal 5 Monate alt, in dem wir ein entsprechendes eigenes Programm Ihnen vorgelegt haben. Das haben Sie abgelehnt. Jetzt kommen Sie mit viel Bundesgeld um die Ecke und wollen den Menschen erzählen, die Schwarzen und die Grünen in Hessen haben ein Herz für die Schulen. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie geben einen Betrag weiter, den der Bund Ihnen gegeben hat, und das ist ein bisschen zu wenig. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Zur Kurzintervention hat sich Kollege Dr. Arnold noch einmal zu Wort gemeldet. Sie haben 2 Minuten Redezeit, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Hahn hat mich angesprochen in seinen Ausführungen und ich möchte darauf direkt antworten. Lieber Herr Kollege Hahn, ich kann ja den Schmerz verstehen, dass ein Antrag der FDP-Fraktion bei den Haushaltsberatungen nicht angenommen wurde von den Regierungskoalitionen. Es ist nicht meine Schuld, dass Sie nicht mehr Teil der Regierungskoalition sind. Das ist nun einmal sozusagen die Beurteilung derer, die darüber eine Entscheidung zu treffen haben, was wir machen wollen und was wir nicht machen wollen. Aber uns da im Zusammenhang mit diesem Kommunalen Investitionsprogramm 2 vorzuwerfen, es sei ein Lippenbekenntnis, dass uns Bildungseinrichtungen wichtig sind, ist falsch. Das weise ich ganz entschieden zurück. Was Sie vergessen haben und was ich einfach Ihnen vorwerfe, ist, dass Sie nicht deutlich sagen, es kommen bei den kommunalen Schulträgern in Hessen 513 Millionen € an. Das ist die entscheidende Botschaft. Die zweite Botschaft, die ich auch ganz klar sagen möchte, ist, dass wir durch eine kluge Entscheidung, neben dem Bundesprogramm auch ein Landesprogramm aufzulegen, alle kommunalen Schulträger entsprechend berücksichtigen mit Mitteln, damit sie ihre Schulen ertüchtigen können. Ich denke, dass das ein ausgewogenes Programm ist, und das lassen wir uns von Ihnen nicht kleinreden. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Arnold. Herr Kollege Hahn, Sie haben ebenfalls 2 Minuten zur Erwiderung. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe beide Punkte, Herr Kollege Dr. Arnold, die Sie eben aufgeführt haben, angesprochen. Offensichtlich waren Sie in Ihrem Schmerz darüber, dass das Jubelprojekt jetzt ein bisschen hinterfragt wird, schon so getroffen, dass Sie gar nicht mehr richtig zugehört haben. Ich habe sowohl das Thema angesprochen, dass insgesamt 440 plus 73 Millionen € bei den Kommunen ankommen. Und zum Zweiten habe ich darauf hingewiesen, dass das Landesprogramm einen Fehler des Bundesprogramms ausgleicht. Also Ihr Vorwurf geht voll daneben. Und jetzt lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, ich bitte um Verständnis, wenn ich jetzt nicht mehr alle Redner mit anhören kann, weil ich einen kommunalen Termin um 18 Uhr habe. Ich will das jetzt hier auch gleich loswerden. Nicht, dass dann gesagt wird, der Hahn flüchtet jetzt. Nee, der Rock übernimmt jetzt, wenn irgendwas ist. Aber lieber Herr Kollege Dr. Arnold, wie tief ist eigentlich der Entzugsschmerz von Ihnen und Ihren CDU-Kollegen auf den Verlust der FDP an Ihrer Seite? Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schalauske von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja. Frau... Okay. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem uns heute vorliegenden Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN sollen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur in das Kommunale Investitionsprogramm KIP aufgenommen werden. Das haben wir nun gehört. Bereits im März, also schon vor diesem Gesetzentwurf, wurde das Programm durch Finanzminister Dr. Thomas Schäfer öffentlichkeitswirksam als KIP macht Schule angekündigt. Doch leider, meine Damen und Herren, von der CDU und auch von den GRÜNEN wiederholen Sie mit diesem Gesetzentwurf eine ganze Reihe von Fehlern, die Sie bereits zuvor mit der Einführung von KIP begangen haben. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, Herr Dr. Arnold, natürlich geben wir Ihnen recht, in den Kommunen besteht ein ganz großer Bedarf für Investitionen in den Schulbereich. Es besteht ein erheblicher Sanierungsstau an den hessischen Schulen, der dringend behoben werden muss. Das, was Sie uns hier aber heute vorlegen, das reicht hinten und vorne bei Weitem nicht aus, um nur den bestehenden Investitionsbedarf zu decken, meine Damen und Herren. Und nun ist es von den Vorrednern bereits angesprochen, gerade einmal 73 Millionen € zum größeren Teil als Darlehen plant das Land jetzt zusätzlich zu den Mitteln des Bundesprogramms beizutragen. Das ist, Herr Dr. Arnold, mit Verlaub, das ist kein Riesenschub, das ist und bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn wir
Wenn wir uns das einmal ganz konkret anschauen, wenn wir uns die Situation in unseren Städten, Kreisen, in unseren Gemeinden anschauen, da können Sie Ihre Schulpolitik doch noch so sehr loben. Da besteht ein enormer Investitionsstau. Da tropft es mitunter durch das Dach. Da sind sanitäre Anlagen marode, Bausubstanzen nicht mehr zeitgemäß. Und Herr Finanzminister Dr. Schäfer, wir kommen ja beide aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie waren dort 22 Jahre Mitglied des Kreistages. Und Sie müssten wissen, Herr Finanzminister, dass allein im Landkreis Marburg-Biedenkopf ein Sanierungsbedarf von noch immer 170 Millionen € im Bereich der Schulgebäude besteht. Und das sind nicht die Zahlen der Fraktionen der LINKEN, sondern das sind die Zahlen Ihres Parteifreundes und Kreisbeigeordneten Marian Zacho, der dort zusammen in der Großen Koalition mit der SPD regiert. Und da reden wir noch nicht über energetische Sanierung. Wir reden auch nicht über Neubau, Ausbau und Erweiterung. Wir reden allein von der Sanierung des Bestehenden. Und wir reden auch nicht darüber, dass Schulgebäude auch räumlich an die notwendigen bildungspolitischen Anforderungen, an Ganztagsbedarfe, an Inklusion angepasst werden. Und wir reden auch nicht über etwaige Schadstoffbelastungen. Also, wir reden nur über das Notwendige, 170 Millionen. Und was macht jetzt die Landesregierung? Aus den Mitteln des Investitionsprogramms soll der Landkreis 12 Millionen Euro erhalten. 12 Millionen bei einem Bedarf von 170 Millionen, gerade einmal ein Bruchteil der notwendigen Investitionen, werden also hier durch das Investitionsprogramm gedeckt. Die Mittel, die Sie zur Verfügung stellen, sind schon wie bei der Verabschiedung des Kommunalen Investitionsprogramms viel, viel zu gering, meine Damen und Herren. Und vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, anstatt sich irgendwelche Fantasiesummen in die Gesetze zu schreiben, wie von uns vorgeschlagen, endlich eine Bedarfsanalyse zum Investitionsstau an hessischen Schulen in Auftrag zu geben. So hätte dann einmal der wirkliche, der tatsächliche Bedarf ermittelt werden können. Diese Forderung von uns haben Sie ständig zurückgewiesen. Da muss man sagen, da war der Landkreis Marburg-Biedenkopf durchaus auch früher einmal schlauer. Der hat das gemacht. Der hat zwar nur das Notwendige ermittelt, aber immerhin, da ist der Landkreis weiter als die hessische Landesregierung. Aber auch an anderer Stelle haben Sie aus den Fehlern des KIPP nichts gelernt. Erneut stellen Sie einen Großteil der Mittel den kommunalen Schulträgern nur als Darlehen zur Verfügung. Was das bedeutet, das wissen Sie genauso gut wie wir. Die späteren Rückzahlungen werden zukünftige Investitionen erschweren. Diese Praxis zieht sich ohnehin wie ein roter Faden durch die verschiedenen Förderprogramme der Landesregierung, und er verschiebt Probleme in die Zukunft, meine Damen und Herren. Allein diese beiden Probleme, die viel zu geringen Mittel und das als Förderung getarnte Darlehen, zeigen, wovor Gewerkschaften, Sozialverbände und auch wir als Partei DIE LINKE bereits 2011 gewarnt haben. Die Schuldenbremse ist und bleibt eine Investitionsbremse. Sie bleibt eine Bremse für die Zukunft unserer öffentlichen Infrastruktur, meine Damen und Herren. Nun können Sie natürlich sagen, das von Ihnen aufgelegte Programm ist lediglich eine Ergänzung zu dem Schulsanierungsprogramm der Bundesregierung. Das haben Sie auch deutlich getan. Aber, meine Damen und Herren, es bleibt dabei allen voran an die CDU. Es ist in allererster Linie die Aufgabe der Landesregierung, die Schulträger finanziell so auszustatten, dass ein Sanierungsstau gar nicht erst entsteht. Der erhebliche Sanierungsbedarf ist daher das Resultat von inzwischen bedauerlich über 18 Jahren CDU-geführter Landespolitik in Hessen. Und Sie haben diesen Sanierungsstau an den hessischen Schulen maßgeblich mit Ihrer kommunalfeindlichen Politik zu verantworten, meine Damen und Herren. Darüber hinaus halten wir an dem Darüber hinaus halten wir aber auch den Gesetzentwurf auf Bundesebene, und darüber ist hier jetzt zu wenig geredet worden, für in einem anderen Punkt grundsätzlich misslungen. In § 13 Absatz 2 des Kommunalen Investitionsfördergesetzes des Bundes werden sogenannte ÖPP-Finanzierungsvarianten ermöglicht. Man muss ja gar nicht über die Landesgrenze hinaus schauen, um die vielen Gefahren, die solchen Privatisierungen innewohnen. Und ÖPP ist, damit wir uns nicht falsch verstehen, ist nichts anderes als eine Privatisierung, um diese Gefahren zu sehen. Es reicht doch ein Blick in den Landkreis Offenbach. Schauen Sie sich da die Schulen an, schauen Sie sich das Justizzentrum in Wiesbaden an und seine Baumängel. Nicht ohne
Grund warnt sogar der Bundesrechnungshof vor den teuren Folgen der demokratiefeindlichen ÖPP. Um es ganz deutlich zu sagen, der Begriff öffentliche-private Partnerschaften ÖPP ist nichts anderes als ein Euphemismus. Aber klar, Müllentsorgungspark klingt auch besser als Müllhalde. Aber egal, wie Sie es nennen, ÖPP ist und bleibt eine Form der Privatisierung, und die muss verhindert werden, meine Damen und Herren. Den Kommunen ist durch ÖPP nicht geholfen. Die Kommunen brauchen eine vernünftige Steuerpolitik, wie sie Gewerkschaften, Sozialverbände und auch wir seit Jahren fordern. Wir fordern Sie daher auf, im Bundesrat auf die Streichung des entsprechenden Absatzes in 2 in § 13 des zustimmungspflichtigen Gesetzes hinzuwirken. Ich komme ganz schnell zum Schluss. Der Gesetzentwurf auf Bundesebene als auch die Ergänzung der Landesregierung sind finanziell nicht ausreichend, handwerklich schlecht gemacht und in Hessen zudem einmal mehr nachteilig, allen voran für finanzschwache Kommunen, die am Ende Förderungen erneut nur als ein Darlehen erhalten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Anhörung, weil dort werden Ihnen die Vertreterinnen der Kommunen das Entsprechende sagen. Am Ende Kipp macht Schule, sagen Sie, doch leider die Landesregierung lernt nichts dazu. Vielen Dank. Danke, Herr Danke, Herr Kollege Schalauske. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Warnecke von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute Morgen über Respektlosigkeit und Respekt gesprochen. Die Frage ist jetzt, dürfen wir die beiden Regierungsfraktionen kritisieren? Wir dürfen. Okay. Dann fangen wir an mit dem Bundesprogramm, das noch nicht einmal verabschiedet wurde, noch nicht einmal verabschiedet worden ist und dieses Bundesprogramm, das maßgeblich der SPD-Bundestagsfraktion und den Regierungsmitgliedern der Sozialdemokratie geschuldet ist, den nämlich nicht wollten, dass die 3,5 Milliarden €, meine Damen und Herren, dass diese 3,5 Milliarden € einfach im großen Säckel verschwinden, haben dieses Programm durchgesetzt. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesgesetz wird sehr wahrscheinlich erst im Juni verabschiedet werden. Es ist also in Hessen höchste Not, dringend ein Gesetz zu verabschieden, vor folgendem Hintergrund. Insgesamt beträgt das Bundesprogramm entgegen dem, was wir hier diskutieren, 330 Millionen €. Keinen Cent mehr zahlt der Bund. Und 110 Millionen € bringt nicht der Weihnachtsmann auf, sondern die Bürgerinnen und Bürger in Kommunen, die über die Kreisumlage diese 110 Millionen € refinanzieren werden. Kommunen, die das Geld haben, was bei finanzschwachen Kommunen eher weniger der Fall sein wird, müssen dieses auf dem Kreditmarkt aufnehmen. Wie kommt jetzt das Land ins Spiel? Bei 440 Millionen € eigentlich gar nicht. Dann hat sich das Land überlegt, okay, wir bieten den Kommunen etwas an, bei der WI-Bank diesen Kredit aufnehmen zu dürfen. Und dann würden wir als Land diese entsprechende Kreditsumme für 10 Jahre, was die Kreditzinsen anlangt, übernehmen. Jetzt zeige ich Ihnen dazu einmal eine Zahl, was das in 10 Jahren bedeutete. So viel übernimmt das Land von der Gesamtsumme für eine Kommune, die vom Bundesprogramm Geld bekommt. So viel Prozent. Mächtig gewaltig, Egon, würde man so schön sagen. Mächtig gewaltig. So. Das sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ersten 440. Allerdings ist der Zinssatz hier 0,5 %, damit wir uns nicht falsch verstehen. Und zu diesem Zinssatz kann man sich im Moment als Kommune locker refinanzieren. Wie Sie auf die 2 %-Punkte, die Gezwungenen, kommen, weiß ich leider nicht. Weiß ich leider nicht. Das ist übrigens ein Problem. Sie haben aber klugerweise im Gesetz geschrieben, dass die Kommunen offenkundig nicht bei der WI-Bank aufnehmen müssen, sondern können. Und das ist auch klug so. Das ist auch klug so. Denn unsere Kommune, ich nehme das mal am Beispiel Hersfeld-Rotenburg, wir würden 9 Millionen € aus dem Bundesprogramm bekommen, 3 Millionen € müssen wir selber finanzieren, würde die satte Summe von 120.000 € bekommen, 120.000 € auf 10 Jahre, wenn der Kredit mit 0,5 % abzuzahlen wäre. Zinsen, 0,5 %. Wenn man auf 2 käme, käme man immerhin schon auf fast 500.000 €. Das würde das Land übernehmen. Ob das klug ist, ist eine andere Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir müssen wissen, dass wir beispielsweise gerade in der Krankenhausfinanzierung als Landkreis einen Kredit aufgenommen haben für 30 Jahre für 1,1. Wieso man für 10 dann 2 zahlen muss, ist uns leider schleierhaft. Leider schleierhaft. Da würde ich sagen, im Rahmen der Kommunalaufsicht
Im Rahmen der Kommunalaufsicht würden Sie normalerweise, wenn eine Kommune dies täte und wüsste, dass sie woanders das Geld billiger käme, sagen, das genehmigen wir nicht. Also, da muss noch nachgearbeitet werden. Jetzt kommen wir zum Landesprogramm. Ein erstaunliches Programm, das, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gesetzentwurf folgendermaßen beschrieben wird. Und da das klein geschrieben wird und auch viel kleiner ist, als Sie denken, obwohl die PR in diesem Punkt riesig ist, setze ich mal die Lesebrille auf. Ich lese Ihnen das einmal vor. Da steht, mit einem zusätzlichen Landesprogramm sollen die auch nicht am Bundesprogramm antragsberechtigten öffentlichen Schulträger in die Lage versetzt werden, ihre Schulinfrastruktur in dem zur dauerhaften Aufgabenerfüllung erforderlichen Umfang instand zu halten, zu sanieren, aus- und zurückzubauen. Jetzt habe ich gerade gehört, Frankfurt braucht 1 Milliarde und nicht 30 Millionen. Die Landesregierung kann zaubern. Mit diesen 55 Millionen, die Sie offenkundig im wahrsten Sinne des Wortes ausgeben, sind Sie in der Lage, in den 6 Kommunen, also den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten, die Schulen so zu sanieren, dass sie dauerhaft der Aufgabenerfüllung im erforderlichen Umfang gerecht werden. Erstaunlich, diese Formulierung. Erstaunlich. Oder war es ein bisschen zu viel PR? Ein bisschen zu viel PR. Ja, war ein bisschen zu viel PR. Weil allein Frankfurt, 30 Millionen stehen da im Programm, wie wir gehört haben. Nein, das ärgert mich gar nicht. Nur das ist ja PR, das beschließt ja nachher der Landtag. Der Landtag beschließt nachher, dass die Welt so ist, wie sie hier steht. Die Welt ist aber gar nicht so, weil man es nachrechnen kann. Und das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Problem. Und ich möchte auf den Kollegen Hahn noch einen Punkt in der Erweiterung benennen. Kollege Hahn hat vom 250-Millionen-Programm gesprochen. Sie haben ja als Regierungsfraktion noch im Februar unseren Antrag, Nachtragshaushalt 50 Millionen für die Schulen, abgelehnt. Jetzt sagen Sie 55, das liegt nun zwischen den 50 und den 250 Millionen. Sie hätten sich einfach entscheiden müssen. Also 50 sind zu wenig und 250 sind zu viel. Sie hätten ja damals die 50 Millionen einfach mitentscheiden können und sagen, da packen wir noch 5 drauf. Dann ist es die Summe. Aber damals passt es noch nicht in den Kram. Warum? Weil es eigentlich wieder einmal darum geht, aus so einer Maßnahme, die der Bund vorbildlich macht, dass es nicht genügend ist, können wir alles diskutieren, aber der Bund ist dafür eigentlich auch gar nicht zuständig, dass der Bund, der ein tolles Programm macht, irgendwie in Hessen noch rechtzeitig mit der PR in die Öffentlichkeit kommt. Jetzt kommen wir noch zu einem nicht unwichtigen Punkt, der auch mit dem Landesprogramm zu tun hat. Bei dem Landesprogramm steht drin, dass die ersten 10 Jahre das Land die Zinsen übernimmt. Für weitere 10 Jahre ein Zinsanteil von 1 Prozentpunkt. So weit, so gut. Bei dem Bundesprogramm soll es wohl offenkundig so sein, für die finanzschwächeren Kommunen, dass wir denen sagen, wir übernehmen für 10 Jahre die Zinsen, und dann hat sich das. Das heißt, der, der mehr hat, kriegt auch mehr. Wer hat, dem wird gegeben. Das stand ja auch mal in der Bibel, nur war es anders gemeint. Haben Sie das eigentlich einmal überlegt? Und Sie wollen zudem, das steht eigentlich auch in dem Gesetz drin, die Kommunen, die finanzschwächer sind, zwingen, das in 10 Jahren abzuwickeln. Oder wenn sie es nicht in 10 Jahren machen, haben die das Problem, die kriegen keinen Zinszuschuss. Wir haben auf dem Landesparteitag dieses Problem ganz einfach diskutiert. Warum übernimmt das Land nicht für all diese Programme die Zinsen komplett? Wo ist eigentlich das Problem? Haben wir so wenig Geld im Land Hessen, dass wir nicht sagen können, wir übernehmen die Zinsen für die 30 Jahre? Wir können dann ja konkurrieren mit den Zinsen, die Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und anbieten. Und dann suchen wir uns als Land den besten Zinsgeber aus. Und wenn es die WI-Bank ist, machen wir das, wir als Land. Aber den Kommunen vorzuschreiben, dass sie möglicherweise mehr zu zahlen haben, als sie zahlen sollten, ist doch schon ein Tollhaus. Und der andere, also, man kann doch nicht den finanzstärkeren Kommunen anbieten, dass man für die Laufzeit noch einen Zinszuschuss übernimmt und den finanzschwächeren nichts geben. Die Logik ist nicht eine eingängige. Einen weiteren Kritikpunkt, den wir sicherlich so einfach nicht werden lösen können, aber der zumindest gesagt sein muss, ist der, dass wir natürlich im ländlichen Raum und gerade im ländlichen Raum viele, viele Schulstandorte haben. Und der Faktor, den wir jetzt angesetzt haben, zu sagen, dass es einerseits auf die Finanzstärke ankommt und andererseits sozusagen auf die Schülerinnen und Schüler, bedeutet natürlich für den ländlichen Raum mit den vielen Schulstandorten, die wir auch aus bildungspolitischen Debatten mehrfach vorgetragen erhalten wollen, kurze Beine, kurze Wege. Kurze Beine, kurze Wege. Müssten wir schon überlegen, ob es nicht bei dem Verteilungsfaktor auch sozusagen auf den Raum ankommt, in dem die Schulen sind. Denn kleinere Schulen kosten in der Regel mehr. Kritik am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei allem Respekt, den ich vortragen durfte,
ist der, dass Sie noch einmal darüber nachdenken sollten in den entsprechenden Auseinandersetzungen im Haushaltsausschuss, ob das Land Hessen nicht die Zinsen komplett übernimmt und damit die Diskussion an dem Punkt weg ist. Und am Ende kann ich Ihnen nur sagen, wir sollten uns nicht mit fremden Federn schmücken, denn 1% ist wirklich nicht der Rede wert. Und dass das Land nur wegen der Abwicklung diesen 1-Prozentpunkt dazu nutzt, eine große PR-Kampagne zu machen, ist wirklich überflüssig. Herzlichen Dank für Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Goldbach von der Fraktion BÜNDNIS 90 GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war jetzt eine sehr interessante Debatte. Ich möchte es einmal zusammenfassen unter dem Titel Malen nach Zahlen. Jeder zeichnet hier das Bild, das ihm passt und das er gerne hätte, greift sich ein paar Zahlen heraus und glaubt damit zu belegen, er sei im Recht oder sie sei im Recht. Gut. Bevor ich auch auf ein paar Zahlen eingehe, möchte ich doch noch einmal betonen, was wir hier eigentlich tun und vorhaben. Uns sind die Schulen und die Schülerinnen und Schüler in Hessen sehr wichtig. Wir haben gestern im Plenum über die Änderung des Schulgesetzes gesprochen, uns also mit der inneren Schulverwaltung befasst. Uns geht es um guten Unterricht für alle, uns geht es um Inklusion in den Schulen, es geht uns um Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Heute befassen wir uns mit der äußeren Schulverwaltung. Also mit der Frage, wie können wir das Lernumfeld für die Schülerinnen und Schüler verbessern. Das hängt eng zusammen, denn die Struktur der Gebäude, die Funktionalität der Gebäude muss dem Aufbau des Unterrichts folgen und der Struktur der inneren Verfassung der Schulen. Deswegen brauchen wir eben in unseren hessischen Schulen Räume für die Nachmittagsbetreuung, für Bibliotheken, für Schulkantinen. Wir wollen Barrieren abbauen, damit auch die Schülerinnen und Schüler, die Einschränkungen haben, sich frei bewegen können und am Unterricht uneingeschränkt teilnehmen können. Manche Schulen richten sich Computerräume ein. Dafür brauchen sie eine technische Ausstattung. Manche unterrichten mit Differenzierungsräumen. Das sind viele neue Anforderungen, und dafür brauchen wir eine Unterstützung, die wir den Kommunen auch gerne geben. Und neben diesen neuen Anforderungen haben wir aber auch die ständige Instandhaltung. Das ist uns allen klar. Toilettenanlagen sanieren, Dächer sind reparaturbedürftig, Fassaden müssen auch immer wieder instand gesetzt werden. Und auch für uns ein wichtiger Punkt. Wir wollen konstant die energetische Sanierung unserer Schulgebäude vorantreiben, und nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch, weil damit unmittelbar Einsparungen in den kommunalen Haushalten einhergehen. Wir haben da sehr schöne Zahlen dazu, wie die Energieverbräuche in den gut sanierten Schulen dauerhaft sinken. Wir haben jetzt also das Kommunalinvestitionsgesetz II, und wir haben eine Änderung zum Kommunalinvestitionsgesetz I gemacht, indem wir die neuen Zahlungen verankert haben und auch noch einmal etwas geändert haben bei dem alten, nämlich wir haben die Fristen verlängert, und das auf ausdrücklichen Wunsch der kommunalen Familie hin. Gehen wir jetzt einmal auf die beiden neuen Programmteile ein. Wir haben schon gehört, das eine ist Bundesprogramm und es gibt einen Landesteil. Nun, der Bund hat gesagt, auch wir sehen jetzt die Notwendigkeit, in die Schulen zu investieren in ganz Deutschland. Und by the way, Herr Schalauske, mal Zuständigkeiten und welche Ebene ist eigentlich wofür zuständig und finanziert das? Also, Sie haben eben hier ein Bild gezeichnet, als sei das Land Hessen allein dafür verantwortlich, die Schulen zu bauen, zu sanieren und umzubauen. Aber die Schulträgerschaft haben tatsächlich die Kommunen. Das sind die Kreise, das sind die Sonderstatusstädte und die kreisfreien Städte. Und zum Beispiel die Kreise erheben dafür eine Schulumlage von den Gemeinden, denn früher waren mal die Schulen
Gemeindeeigentum, das ist die eigentliche Finanzierung. Es ist sehr erfreulich, dass wir jetzt zusätzlich noch einmal eine Finanzierung bekommen von Bund und Land bekommen. Und es ist erfreulich, dass wir vom Bund dafür 330 Millionen € erhalten. Das ist doch keine Frage. Wir haben uns dann gefragt, wie wird das Geld verteilt des Bundes, denn es ist ausdrücklich für finanzschwache Kommunen gedacht. Das wird anhand von zwei Kriterien hier in Hessen verteilt, nämlich einmal, wer weniger als 95% der durchschnittlichen Steuerkraft in seiner Gruppe hat, bekommt das Geld, oder wer unter dem kommunalen Schutzschirm des Landes ist, bekommt das. Also zwei Kriterien. Damit erreichen wir, dass von den 31 hessischen Schulträgern 25 vom Bundesprogramm profitieren. Das ist eine ganze Menge. So, und darüber hinaus, um das Ganze noch gerechter zu gestalten, wird eine Gewichtung vorgenommen. Das heißt, die finanzschwächsten Schulträger bekommen mehr Geld als die, die noch etwas finanzstärker sind. Also bekommen mehr Schüler konkret angerechnet, als sie tatsächlich haben. Also haben wir hier auch noch einmal eine gerechte Verteilung nach Finanzstärke und Schwäche innerhalb dieser Gruppe beim Bundesprogramm. Dann haben wir das Landesteil. Warum machen wir das denn? Warum kriegt eine abundante Kommune wie Frankfurt am Main auch noch Geld vom Land? Es ist ganz einfach. Schüler sind überall. Und in der Stadt, zum Beispiel in Frankfurt, die haben eben ganz andere Probleme als auf dem Land. Dort ist es so, dass die Bevölkerung wächst, es ziehen Familien hin, und die haben einen ständigen Bedarf, neue Schulen zu bauen, also neue Plätze, Schulplätze anzubieten. Und deswegen brauchen die neben dem Bedarf der Sanierung auch Gelder für Schulneubau. Also es ist doch völlig klar, dass wir sagen, auch da muss was hinfließen. Und Herr Warnecke, Sie haben, glaube ich, gesagt, der Landesteil, da bekämen die Kommunen mehr als beim Bundesteil, obwohl die beim Bundesteil finanzschwach sind. Das ist völlig falsch. Denn wenn Sie sich die Pro-Kopf-Zahlungen angucken, dann ist es beim Bundesteil, der für finanzschwache Kommunen ist, doppelt so hoch wie bei dem Landesteil. Können Sie mir folgen? Gut. Und da ich gerade bei Ihnen bin, Herr Warnecke, also Ihre 1%, das finde ich spannend, diese Rechnung. Jetzt wird's gut. Das finde ich total spannend, diese 1%. Ich weiß nicht, auf was Sie das bezogen haben. Aber wenn Sie sie mal in den Gesetzentwurf reinschauen, dann muss das Land insgesamt über die gesamte Laufzeit etwa 95 Millionen € tragen. Und wenn die Gesamtinvestitionssumme Bundes- und Landesteil, das, was in die Kommunen hineinfließt, 500 Millionen sind, dann sind das knapp 20%. Wie man da auf 1% Landesgeld kommen kann, ist mir ein Rätsel. Aber vielleicht können Sie uns das noch einmal genauer erläutern. Und noch einmal ganz kurz zu Herrn Dr. Hahn, der jetzt leider nicht mehr im Raum ist. Aber ich kann auch vielleicht mit Herrn Rock reden. Sie sind auch da. Wunderbar. Ja, da freue ich mich sehr. Ich finde, wir sollten einfach mal, Sie haben jetzt wieder vorgerechnet, was wir alles nicht machen. Wenn Sie mal gucken, allein mit KIP 1 und 2 sind in Bildungseinrichtungsinvestitionen 1,225 Milliarden € in Hessen geflossen. Und es ist wunderbar, dass der Bund sich daran beteiligt, dass wir noch Landesgeld hineingeben und die Kommunen auch noch eigene Mittel. Aber diese Summe, wenn Sie das jetzt mal, wenn wir ein bisschen weiterrechnen, teilen durch die Anzahl der Schulträgerkommunen, da kommen Sie auf die ja nicht ganz unerhebliche Summe von 40 Millionen pro Schulträger, alleine in den KIP 1 und 2 Programmen. Und das ist doch eine ganz erhebliche Unterstützung. Wir bleiben dabei, wir unterstützen unsere hessischen Schulen und vor allem auch unsere hessischen Kommunen, und wir sind zuversichtlich, dass damit viele gute und sinnvolle Programme umgesetzt werden können. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Zu einer Kurzintervention hat sich nun Kollege Thorsten Warnecke von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben 2 Minuten. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kollegin Goldbach! Wir gehen ja von dem Bundesprogramm aus, das wir jetzt in Hersfeld-Rotenburg bekommen. Wir bekommen aus dem Landesprogramm, egal wie Sie das jetzt mit der einzelnen Finanzierung pro Kopf pro Bürger berechnet haben, null. Also der Vergleich bei uns ist Landesprogramm null und nicht irgendwas anderes. Wir kriegen da nichts, wir sind finanzschwach. Jetzt gucken wir auf das Bundesprogramm. Ja, das ist nun einmal so, weil Sie
Die Bürger interessiert ja nicht, wo woanders irgendwie was, sondern wenn Sie solche Vergleiche anstellen, wir kriegen im Vergleich null vom Land. Null. Nichts. Also, wir kriegen vom Bund genau, wie ja schon verkündet wurde, 8,957562 Millionen Euro, immer vorbehaltlich, dass die nicht auf Bundesebene auf die Idee kommen, 3,6 Milliarden aus dem Programm zu machen. Dann stimmt die Pressemitteilung der CDU gar nicht mehr. Dann kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr. Das nur zu der Frage, wenn man Gesetze beschließen will, bevor Gesetze woanders beschlossen sind. Das nur nebenbei. Also, und davon sollen wir 2,986 Millionen € als Kreis aufbringen. Macht zusammen ungefähr 12 Millionen €. 12 Millionen Euro, die der Bund und die Kommunen und sonst niemand in Hersfeld-Rotenburg investieren wird. Und jetzt kommt das Land und sagt, wir zahlen einen Zinszuschuss. Und das kann man im Rahmen eines Annuitätendarlehens natürlich auf 30 Jahre ganz einfach ausrechnen. Wenn das 0,5 % wären, die wir als Zinsen zu zahlen hätten, wären das vom Land immerhin etwa 120.000 Euro. 120 von 12 Millionen sind 1 %. So einfach ist das. Und da wir in Hersfeld-Rotenburg leben und nicht in Frankfurt, brauchen Sie mir auch nicht vorzurechnen, dass das Landesprogramm in Frankfurt aber übrigens gilt das für 25. Nein, nein, das gilt für 25 Landkreise. Und in Frankfurt umgekehrt wird es vielleicht Kritik am Landesprogramm dann geben, dass das, was Sie gerade sagen, in der Tat eine Sauerei ist, dass Frankfurt weniger bekommt, als der Bund für die finanzschwachen Landkreise zur Verfügung stellt. Dann müssen Sie sich mit dem Problem auseinandersetzen. Aber Sie können doch uns nicht vorwerfen und mir, dass ich nicht verstanden habe, dass das Land offenkundig pro Bürger weniger zu zahlen bereit ist für die finanzstarken Kommunen als für die finanzschwachen. Das ist doch Ihr Problem und nicht unseres. Ach, Sie wollen mehr bezahlen. Wenn Sie den finanzstarken Kommunen vielleicht als abschließenden Punkt, wenn Sie den finanzstarken Kommunen mehr Geld zukommen lassen wollen als Land, von mir aus, um die Verdopplung hinzubekommen, 110 Millionen, dann beschließen Sie das doch. Übrigens, dieser Entwurf ist Ihr Entwurf der Fraktionen, nicht einmal des Landesfinanzministers. Deshalb wundert es mich, dass Sie diese Systematik nicht verstanden hatten. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Frau Kollegin Goldbach, Sie hätten 2 Minuten Zeit zu erwidern. Nicht? Okay. Dann spricht. Doch, bitte schön. Ich gehe davon aus, dass Finanzminister Schäfer uns noch einmal die Zahlen erläutert und verzichte deswegen auf eine kurze Erklärung. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Dr. Schäfer. Und ich bitte um ein bisschen Ruhe. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich muss Ihnen gleich zu Beginn meiner Ausführungen schlicht sagen, ich bin nur einfacher Jurist. Die Dreisatzakrobatik des Kollegen Warnecke habe ich trotz intensiven Zuhören. Ich habe es nicht verstanden. Es tut mir sehr leid. Ich habe es einfach nicht verstanden. Mag an meiner begrenzten intellektuellen Aufnahmefähigkeit liegen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Aber es ist also so. Sie können ja nach mir herkommen, können es noch einmal versuchen. Vielleicht verstehe ich es dann. Ich versuche ja auch dazu zu lernen. Das soll ja gelegentlich auch nicht schädlich sein. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns dann noch einmal. Es ist ja schon ein beachtlicher Teil der Debatte darauf verwendet worden, dass sozusagen ein Teil des Hauses sich redlich Mühe gibt, das Programm so lange so klein zu reden, dass am Ende der Eindruck entsteht, als müssten die Kommunen noch Geld mitbringen, wenn sie das Programm in Anspruch nehmen müssen. Das war durchaus ein beachtlicher Vorgang. Ziehen wir doch einmal. Ja, es scheint doch schon sehr auf Feierabend zuzugehen. Die Aufnahmefähigkeit ist doch vielleicht nicht nur bei Ihnen, mir, sondern auch bei Ihnen möglicherweise eingeschaltet. So, schauen wir uns das doch einmal in der Gesamtschau an. Der Bund hat insgesamt in 2 kommunalen Investitionsprogrammen 7 Milliarden € zur Verfügung gestellt. Zweimal 3,5. Einmal mit einer etwas breiteren Verwendungsmöglichkeit hinsichtlich der kommunalen Investitionen, die ersten 3,5 Millionen € auf Hessen 320 Millionen €. Daraus hat das Land ein Investitionsprogramm von etwas mehr als 1 Milliarde € gemacht. Nun haben wir die Situation, dass wir etwa 330 Millionen € im kommunalen Investitionsprogramm 2 vom Bund erhalten, mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur. Der Bund ändert ja
um das machen zu können, hat er eine Initiative eingebracht, im Zuge der Bund-Länder-Finanzbeziehung extra das Grundgesetz zu ändern, um dass der Bund seinem eigenen Bedürfnis nachkommen kann, die kommunale Bildungsinfrastruktur unmittelbar fördern zu können. So, und jetzt kommen 330 Millionen. Am Ende wird daraus eine Gesamtinvestition durch den Teil, den wir als Land nun hinzufügen, von etwas über einer halben Milliarde Euro. Also aus gut 600 Millionen Bundesmittel haben wir in den beiden Investitionsprogrammen über 1,5 Milliarden Investitionen gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch ein sehr, sehr ordentliches Wort, über das es das Land gemacht hat. So, und jetzt ist es natürlich für Opposition immer sehr einfach zu sagen, hätten wir doch noch ein bisschen mehr machen können. Dann würde es natürlich die Argumentation, die Autorität in der Argumentation beträchtlich erhöhen, wenn Sie uns nur ein einziges Bundesland nennen könnten, in dem die Sozialdemokraten regieren, bei dem das Bundesprogramm durch ein eigenes Landesprogramm, geschweige in dieser Dimension, ergänzt worden wäre, meine Damen und Herren. Wäre doch wunderbar, wenn Sie hierher kommen könnten und sagen, macht's doch, damit auch die FDP mitwirken kann, wie die Rheinland-Pfälzer. Da ist eine entsprechende Investition ergänzt worden. Nein, Rheinland-Pfalz hat es nicht getan. Es gibt kein anderes Bundesland. An Nordrhein-Westfalen, wo der größte Investitionsstau ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist an der Stelle gerade gar nichts, was dort passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb behalten wir doch die Kirche gemeinschaftlich im Dorf. So. Ich hätte mich jedenfalls gefreut, wenn wir heute eine Chance gehabt hätten, über das ein oder andere an Detailfragen diskutieren können. Also auch über die Frage, diese Zinsfrage, da kann man ja lange darüber diskutieren, wer wann welche Zinsen trägt. Da bin ich ja sozusagen offen, das zu diskutieren. Hätten doch die Frage diskutieren können, ob die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler in freier Trägerschaft zu den jeweiligen Schulträgerkommunen und die Regulatorik, die dahinter steht, ist ja jeder von Ihnen wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit angesprochen worden. Ist das ein Punkt, worüber man noch einmal diskutieren muss, auch in einer Anhörung oder auch in einem Ausschuss? Über die Frage, wie geht man mit Verwendungszweckbegrenzungen um? Dass wir mit dem Landesprogramm weitestgehende Freiheit gestatten, bei der Verwendung auch für den Schulneubau. Und wie gehen wir damit um, dass der Bund jedenfalls trotz unseres gemeinsamen Schreibens, wofür ich sehr dankbar ist, bisher sich jedenfalls noch nicht so richtig als bewegungsfähig erwiesen hat? Die Frage Ersatzneubau ist wohl geregelt, aber die Frage einer völlig neuen Schulbauinfrastruktur zu errichten, dass das an der Stelle eher schwierig ist. Aber wir bemühen uns an der Stelle weiterhin entsprechend erfolgreich zu sein. Das sind doch die Fragestellungen, die am Ende die Praktiker vor Ort interessieren. Die es umsetzen müssen, nein, vor allem die es umsetzen wollen, die sich darauf freuen, zusätzliche Investitionsmittel für ihre Bildungsinfrastruktur zu haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die haben doch schlicht und ergreifend nichts davon, dass Sie ausschließlich mit der Motivation Ihren eigenen Ärger, weil Sie an dem sozusagen politischen Ertrag vermeintlich nicht so beteiligt sind, wie Sie sich das selber wünschen, dass Sie dem hier Luft machen. Aber die Leute vor Ort warten darauf, dass Sie die Investitionen tätigen können. Und darauf sollten wir uns doch konzentrieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und lassen Sie uns deshalb versuchen, in der Anhörung, die ansteht, aber auch in den Diskussionen, die wir jetzt insbesondere natürlich mit den kommunalen Spitzenverbänden zu führen haben, diese Fragen, die sehr praktische Auswirkungen vor Ort haben werden, miteinander besprechen, weil danach entscheidet sich nämlich sehr oft sehr viel praktischer, welche Möglichkeiten vor Ort bestehen, entsprechende Sanierungsstau zu beheben. Und er entscheidet sich nicht im großen Theaterdonner klassischer parteipolitischer Betrachtung, wie wir sie bedauerlicherweise auch heute hier wieder erleben mussten. Das ist aber gelegentlich eine Frage. Deshalb, meine sehr verehrten Herren, ja, vollständig, wie Sie wissen, ja, ja. Das ist deshalb, glaube ich, dass wir klug gemeinsam beraten sind, uns gemeinsam darüber freuen, dass mit sehr viel Bund, mit sehr viel Bundesgeld, aber auch einem erheblichen Anteil des Landes gelingt, die Bildungsinfrastruktur in diesem Land nach vorne zu bringen. Freuen wir uns doch gemeinschaftlich über diese Frage und versuchen wir, allgemeine miese Primeleien möglichst zurückzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den Haushaltsausschuss.